Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Cuphead. Wir haben ja so einen coolen Strohhalm und ihr seht, ich bin nur mehr ein Charakter. Aufnahme läuft, passt. Ich habe das Problem gelöst. Falls ihr auch mit dem PS4-Controller spielt, ihr müsst ja, also ich zumindest, am Desktop zuerst mal was aktivieren, damit der Controller funktioniert. In dem Spiel hier dürft ihr das nicht machen. Ihr müsst in die Optionen gehen, auf Controls, und da Assign Controller. Wenn ihr da drauf drückt, mit dem Keyboard, also mit der Tastatur, dann den Controller aktiviert, dann funktioniert das alles einwandfrei. Ich kann es alleine spielen hier, mega nice. Also, ich würde sagen, wir schauen mal in diesen Shop hier rein. Ich war da gestern noch kurz drin beim Testen, ob alles funktioniert. Und ich fand es so cool, wie er spricht. Welcome. Also, richtig geil. Können wir auch Sachen kaufen? Wir haben 4 Münzen nämlich. Wir können uns irgendwas holen, aber ich glaube, das ist nur so... Kann es sein, dass das kurzzeitig bleibt? Ich würde mal sagen, extra Hitpoint wäre nicht schlecht, denn ich sterbe recht oft, auch wenn wir ein bisschen Damage verlieren. Goodbye! Oh, ich mag ihn. Ich hoffe, ich höre ihn laut genug, sonst muss ich lauter machen. Man muss es extra ausrüsten. Da haben wir nichts. Da, hart. Extra hart. Ah, jetzt muss ausgerüstet. Sehr schön. Also man kann ja auch sich ausrüsten und hochleveln sozusagen. Sehr schön, sehr schön. Also man kann ja auch leveln sozusagen. Wenn man besseres Equipment bekommt. Und wir gehen noch einmal zurück zum Mörchen. Ich lasse es nicht dafür sitzen, dass ein Mörchen mich besiegt. Meine Community sind nochmal die Wehrmörchen, wie ihr wisst. Also wenn ihr ein Abo da lasst, seid ihr auch ein Wehrmörchen. Hm? Beim Black Rabbit. Und wir gehen nochmal in den Botanischen Garten. Auch regulär, so wie gestern. Aber diesmal nur mit einem Charakter. Und nicht mit... Ja... Doppelt so schwerer. Hm? Ich versuche nochmal. Ich versuch's nochmal. Drückt mir Daumen. Wir haben jetzt ein extra Leben. Extra Leben. Hör mal auf zum Spucken hier. Find's auch cool, dass er mit dem Finger schießt. Das ist ja richtig geil. Ah, die Grafik, Leute. Was sagt ihr eigentlich zur Grafik? Ist nicht mega geil? Also ich finde die Hammer, ne? Er stirbt doch endlich. Es soll auch verdammt schwer sein, das Spiel. Wird es wahrscheinlich auch sein, wirklich. Und das sieht halt so cool aus, ne? Aber was mich noch frage ist, links unten, nehmen wir ein HP, 4 HP. Habe ich 2 so Karten, die sich auffüllen. Welchen Knopf muss ich drücken, damit sich da etwas aktiviert, ist die Frage. Und kurz auf die Regentropfen aufpassen von oben. Und die Zwiebel weint hier sehr passend. Ja, gezwiebelt. Wir haben sind noch nie getroffen worden. Jetzt blinkt da unten schon 5 Karten und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Problem ist nicht die Mörchen hier, wollte ich sagen. Die sind so schwer zu treffen. Ah, was wir noch einspielen. Das Problem ist, man schießt hier nur in 3 Richtungen. Also so quer. Oder nach links oder rechts. Es gibt kein Mittelding. Einspielen, Leute, nochmal direkt. Bam, weiter geht's. Und was ist die Karte unten? Ich kann mal kurz bei den Controller reingucken nochmal. Wir haben hier, was ist hier, Move Down Jump, X-Shot, das Circle. Okay, den werden wir mal ausprobieren dann gleich. Switch Weapon, wir haben noch eine Waffe. Und der Dash, okay. Also wir versuchen mal den Circle. Was der macht dann. Lass mal kurz einspielen wieder. Oh mein Gott. Diesen X-Shot werde ich dann gleich mal ausprobieren, aber ich glaube erst bei der Möhre? Wahrscheinlich bei der Möhre, ne? Wenn es euch gefällt, lasst schon mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Wie gesagt, wenn ihr nichts so verpassen wollt, von Cuphead und vielen, vielen anderen Spielen, die wir spielen, lasst gerne ein Abo da, nicht zu verpassen und ein Wehrmörchen zu werden. Merch Shop ist auch schon im Auftrag, also wir sind voll hier am Start. Ne? Das war der Eggshot, okay. Der ist cool. Also jede Karte unten ist ein so ein Shot, okay. Okay, die war jetzt mal sehr leicht. Sollen wir auch gleich mal versuchen hier. Kann man auch nach oben diesen X-Shot machen? Ja, kann man.
gib's mal der Möhre hart. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Ah, das ist ein fucking Möhrchen. Ah, das ist Schwierigkeitsgrad, weil man nicht, wie gesagt, nicht in alle Richtungen schießen kann, sondern nur links, rechts und so quer halt schon. Wir sind gerade. Ah, das ist Möhrchen hier, werden wir hart rankriegen. Ah, stirbt doch. Er stirbt einfach nicht. Schießt du den Scheiß? Exshot. Ah, wie hält die Möhre aus, ne? Ja! Wir haben die Möhre. Wir haben die fucking Möhre. Wir haben sie easy weggeknallt. Sehr schön. Zeit. Okay, Lage ist mal getroffen worden. Super Meter. Skill 2 Sterne. Ein B-. Für den ersten Boss, den wir geschafft haben, B-. Nehme ich auf regulär, nicht auf einfach. Aber er freut sich. Ah, hier ist eine Flagge jetzt. Sehr schön. Okay, jetzt kommen wir hier nach unten. The Root Pack. Devil's Office. Was ist denn? Ah, you got the Root Pack Soul Contract. Okay. Wir haben einen Vertrag bekommen. Ein kleiner hier eigentlich. Okay, also die geben uns hier so kleine Sachen. Was ist das eigentlich? Forest Folios. Run and Gun. Müssen wir rein. Nicht wundern, wie gesagt, da drüben, wenn ich da hingucke. Das ist nur mein OBS, mein zweiter Bildschirm. Müssen wir einfach laufen? Das ist einer dieser Zwischenlevel. Eine Münze, sehr schön. Ah, ich liebe es, wenn er mit der Hand schießt, ne? Dieser Pilz kommt nur... Oh, fuck. Wow. Gott, crazy. Zweite Münze. Alles so schwer. Okay, wir waren bei der Hälfte. Okay. Auf diese Pflanzen muss man echt aufpassen. Geht das? Ja. Ich kann diesen Dash machen, dürfen wir nicht vergessen. Nein, stimmt, draufhüpfen geht ja auch nicht. Oh Gott, wie viele! Okay, die muss man abknallen. Das ist zu viel. Wir verfolgen einen. Das ist eindeutig zu viel, die muss man loswerden. Nee, die müssen wir loswerden. Boah, die sind hart. Die sehen auch ziemlich böse aus, diese Blümchen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob das Spiel zu laut, zu leise ist. Ob ihr was hört. Das ist ja, ob ihr mehr hören wollt, ist die Frage. Ne? Ja, die verfolgen uns. Die müssen wir ausschalten. Wir sollten uns, glaube ich, nicht so beeilen hier, obwohl wir... Na, haben schon ein bisschen Zeitdruck. Ne? Oh, die kann auch noch alle nach oben schießen. Fuck. Nein! Ach, fies. Hey, das Spiel ist echt fies. Aber es hat ja auch geheißen, das Spiel ist sehr schwer. Das hat es nicht ohne Grund geheißen. Nein! Uff. Oh Gott. Das will mir hart in den Popo Dinge stecken. Gott, Leute. Übrigens, für Leute, die schon länger hier dabei sind, wenn mir aufgefallen ist im Hintergrund, dass... Ah, fuck! Das neue South Park Poster hinter mir links. So nice, das ist alles auf Leinwand gedruckt. Das neue. Uns echt mal möglichst viel auszuschalten, bevor sie uns ausschalten. Ah, die kommen ja nahe, die spawnen nach. Das Ganze noch schwerer mal. Ah, ich liebe halt auch den Grafikstil, ne? Ach, ich wische nicht. Jetzt. Den Grafikstil, deshalb mega. Oh, da oben ist die nächste. Eine Eiche. Brauchen wir die? Moment mal. Ne, brauchen wir nicht. Wie komme ich da denn hoch? Dann könnte Dash, aber ich kann nicht höher springen. Fuck. Vielleicht brauchen wir da eine neue Fähigkeit.
Oh, da rennt es voll rein, wie gemein. Was war das? Ich dachte, das war das Ziel. Ich dachte, das war das Ziel. Dabei war das ein böser Automat. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Das Spiel echt, ne? Das ist echt schwer. Vor allem, wie gesagt, man kann nur in gewisse Himmelsrichtungen schießen. Ich kann nicht einfach so irgendwo hinschießen, wo ich will. Da muss richtig stehen. Ah. Oh Leute, das ist so eine Übungssache. Ich glaube, das ist nicht das Spiel, was man kurz spielen sollte, dann aufhören wieder und dann wieder weiterspielen. Sondern schön hart tryharden. Üben. So wie es viele gemacht haben, zum Beispiel einen Stream machen. Und da das Spiel zock. Ah, ich wollte zu schnell. Gehen wir zur Map zurück, das haben wir jetzt auch mal gesehen. Können wir nächstes Mal gerne wieder probieren. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Okay, das ist ein großer Baum. Es gibt ja so viele Spiele, ey. Okay, hallo? Er sieht so freundlich aus. Oh, wow. Nein, jetzt springt er wieder anders. Man muss die Gegner kennenlernen. Das Gemeine ist ja auch, wie typisch von den älteren Spielen, dass man die Leben nicht sieht vom Gegner. Nein, ich kann nicht durchdashen. Idiot. Drüber springen. Man sieht das Leben ja nicht, man weiß nicht. Okay, habe ich es jetzt fast geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Was macht er jetzt? Ach du Scheiße. Nee, oder? Willst du mich verarschen? Jetzt halt auch noch! Wow. Das Spiel hat einen Schwierigkeitsgrad, ey. Nein, zu früh. Muss man echt hart üben. Kostet übrigens auf Steam 19,99 €. Gibt's auch für die Xbox, glaube ich. Für die PlayStation nicht. Ich glaube für die Xbox, ne? Also gönnt es euch. Ah, nein! Ah, ich dachte, er hüpft. Ja, komm. Das kannst du knicken. Den Versuch kannst du knicken. Ganz schnell. Ja, wir üben weiter seine Bewegungen. Aber er hüpft ziemlich schnell. Mag mal wieder. Ah, oh, jetzt bricht er die Münze. Falschen Knopf. Oh Gott, das Spiel ist hart. Wir schaffen das. Wir spielen nicht auf leicht. Ich spiele sicher nicht auf leicht. Nein, er springt einmal kurz, einmal lang. Das ist so gemein. Aber ja, wie gesagt, das Spiel hat nicht umsonst den Ruf, verdammt schwer zu sein. Das sage ich nicht, weil ich jetzt einfach schlecht bin oder irgendwas, sondern das ist wirklich so. Es hat den Ruf. Oh. Okay. Wir sehen uns ein bisschen um hier auf der Map. Okay, das ist hier der Gegner. Das hier wissen wir jetzt auch, was das ist. Hier kommen wir nicht hoch. Was haben wir da unten eigentlich freigeschalten? Was bist du für ein kleiner, netter Aussehender? Okay, nichts. Das ist ein Boot. Oh, den sehen wir uns auch noch an. Ich würde sagen, den sehen wir uns in dieser Folge auch noch an. Zwei Frösche. Was machen die? Ah, okay. Fuck. Die Frage ist ja... Na okay, die Frage hat sich bestätigt. Hat sich erledigt. Fuck, sind das viele. Wie gesagt, das Problem ist ja mit diesen Himmelsrichtungen, ihr könnt nur gerade nach oben schießen, ein bisschen nach rechts oder ganz nach rechts. Mehr Möglichkeiten habt ihr nicht. Und so, Gott, das Spiel ist schwer. Üben. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Lasst was einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Damit ich weiß, ob ich das weiter üben soll
Oder einfach sagen, okay, wir haben es gesehen. Das reicht, das ist okay. Okay. Schlägt er wieder. Boah, muss mich echt hart konzentrieren, ne? Nein! Was macht er jetzt? Oh, links und rechts! Oh Gott, wie gemein! Oh Gott! Vor allem, was ich nicht weiß, ist, ob ich jetzt beide Frösche, ob die extra Leben haben. Was macht er jetzt? Oh. Nein! Er rollt wieder. Man weiß nicht, ob die jetzt extra Leben haben oder zusammengehört. Und wow! Wir sind beim ersten Versuch verdammt weit gekommen. Ich würde sagen, Leute, mit dieser Folge war es das erste Mal. Oh Gott, das Spiel ist schwer, ne? Was sagt ihr dazu? Habt ihr selber schon gespielt? Habt ihr schon woanders angesehen? Wie schwer findet ihr es? Habt ihr Bock drauf, ne? Kauft ihr es euch auch? Schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Bin echt gespannt. Also ich liebe den Grafikstil. Cuphead spielt, wie gesagt, in 1930er Jahren. Sieht man übrigens links unten jetzt da bei diesem Bild. 1930, also echt nice. Ne? Also die Grafik ist geil. Und es ist verdammt schwer. Damit muss man sich abfinden, es ist verdammt hart. Aber Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ich übe es gerne weiter. Ich bemühe mich. Und ja, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo, damit ihr nichts verpassen wollt. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und tschüss.